Hallöchen, Freunde, und wir sind gefangen. Wer hat da gerade gesäuft? Ist da jemand? Mach an! Ja, unten im Keller eine, oben rechts eine und dann kam die von links. Wir waren gefangen. Wir konnten uns auch nirgendwo verstecken. Nein! Ich bilde mir das nur ein. Das liegt nur an meiner dauernden Schlaflosigkeit. Ich muss wieder einschlafen. Was wir brauchen, sind Orte zum Verstecken, mein Freund. Dann klappt das auch mit den Geistern. So, hier oben. Gab's da was zum Verstecken? Ich mache es erstmal auf, damit wir zur Not noch links und rechts laufen können. So, na komm schon. Gib mir ordentliche Sachen zum Verstecken, wo ich mich auch mal hiden kann. Jetzt ist der Blitz kürzer geworden, ne? Verstecken spielen, das ist nicht nur ein Spiel. Es ist eine Lebens... Was ist es? Eine Lebensstil? Ein Lebensstil. Egal wo oder wie du dich versteckst, die Zeit wird immer rückwärts laufen, weil... Weil... Naja. Weil ist so. Es geht ja schon mal gut los hier. Aber solange es nebenan stehen bleibt. Nein, ich wollte das Licht noch ausmachen. Ich darf auf jeden Fall nicht so lange in dieser Welt bleiben, bis der Blitz komplett weg ist, denke ich mal. Weil sonst sind wir tot. Warum auch immer. Ja, hier gibt es nicht besonders viel zum Verstecken, das wissen wir bereits. Ja, super. Wieso nicht gleich in dem Raum, wo ich bin? So, hier müsste theoretisch eine Uhr drin sein. Aber es gibt gar nichts. Bum, bum. Aha. Hier gibt's auch nichts. I want to see you. Where are you? Das geht dich im Feuchten an, wo ich bin. Tja, hier werde ich wohl nicht besonders glücklich werden in dem Häuschen. Das ist mein Bett, was da fährt. So, wir haben schon mal ein ganz gutes Stück Shit geschafft. Schauen wir mal, wie lange die Zeit rückwärts läuft. Okay, zum Glück nicht lange. Es ist nicht mal wichtig, ob ich gesehen werden kann, solange ich selbst nicht sehen kann. Super. Grandios. Tja, ich glaube, das werden wir nicht ganz überleben. Außer wir schaffen es jetzt natürlich noch ein paar Uhren zu finden. Kommt noch eine Uhr? Shit. Oh nein! Verkrümelt sich wenigstens irgendwo in ein anderes Stockwerk mit rein. Komm, hau ab.
Schnabel. Kommt die wieder? Nein, die ist da hinten weiter beschäftigt. So, jetzt lassen wir da mal das Licht an. Free. Okay, jetzt ist sie über mir. Shit. Tja, mal wieder so eine Fallensituation. I hear you. So, vollkommen egal, wenn du mich hörst. So, wo stolziert die lang? Da unten. Super, wieder mal gefangen. Ja. Nein, ich bin nicht blind. Ich bin nur ein bisschen hilflos, weil ich keine Waffen habe. Komm schon, eine Uhr, eine gottverdammte Uhr, dann haben wir es doch geschafft. Oh, das unten ist weg, oder? Dafür jetzt in meinem... Okay. Es ist doch etwas... Shit! Was ist das da drüben? Nein, nicht schauen. Kein Licht. Das sind nur die Nerven. Ich schaue nicht. Nicht mal ein kleines bisschen. Ich drehe meinen Kopf nicht. Es gibt nichts zu sehen. Verrottendes Laub auf dem Boden. Ist das jetzt Herbst? Shit, wieder nichts. So, wir versuchen unser Glück. Hier unten. Komm, eine Uhr, dann sind wir nämlich... Shit. Oh Mann, das gibt's doch nicht, oder? Allmächt. Ich sehe schon, wir werden hier sterben. Es ist alles... Ach nee, ich habe alles dunkel gemacht. Wollte schon sagen, es ist überall jetzt dunkel. Eine Uhr? Nee. So, na dann wagen wir uns doch mal nach links. Da waren wir nämlich noch gar nicht, glaube ich, ne? Doch, ein Raum weit. So, vielleicht finden wir hier jetzt was. Nee. Das gibt's doch nicht, oder? Dass in manchen Räumen gar nichts ist. So, ich hoffe mal, das Auge ist jetzt weg. Oh, das gibt's doch nicht. Vielleicht sollte ich einfach weitergehen? Geht nicht. So, dann schauen wir uns halt oben nochmal um. Hilft ja alles nichts. Wenn wir da nicht weiterkommen, da steht eine Troller. Oben schaut gut aus. Dass halt auch hier nichts ist in dem Raum, ne? Was ist denn das? Denn hier jetzt alle langsam durch? Die wollen mich einfach fertig machen. Das ist die Erklärung. Schon wieder ist Totenstille. So, versuchen wir nochmal unser Glück.
Och, dieses Auge. Ich habe das Laub genau gesehen. Ich kann mich jetzt eher nicht einfach nochmal gute 4 Stunden in der Gegend rumdödeln. Okay, es gibt nichts. Hier gibt's auch nichts. Hier auch nicht. Tja, es ist wohl mein Schicksal, hier in diesen paar Räumen zu bleiben. Da unten steht jemand. Okay, hallo auch. Nix. Fast geschafft. Komm, eine Uhr bräuchte ich noch. Eine einzige. Ob ich es wagen soll? Komm, wir schauen nochmal nach da unten. Vielleicht haben wir Glück. Yes. Könnte gut aussehen. Könnte gut aussehen. Na? Nee. Oh nein. Ah, ist weg. Nein, ist nicht weg. Sieht man nur. Der Wald kriecht herein, aber mein Haus ist unangreifbar. Die Lichter sind aus, die Fenster verschlossen. Die Türen sind alle verriegelt und verrammelt. Ich schaff das. Yes. Wir haben es geschafft. Dachte ich. Was muss ich? Oh. Puh. Alter Schwede. So spielst du dieses Spiel. Sie sind nur im Dunkeln sichtbar. Erst schaltest du also das Licht in deinem Haus aus und öffnest alle Türen. Sobald sie wieder zuschlagen, schließe die Augen und sag: Ich bin froh, euch zu sehen. Vielen Dank für euer Kommen. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du für eine Sekunde einen komplett gedeckten Tisch mit einem runden Laibbrot in der Mitte sehen. Am Tisch werden Leute sitzen, die dich anstarren. Erinnere dich ihrer Gesichter und ihrer Stimmen. So. Na dann, gucken wir mal, was jetzt los ist. Hat einen ganz schönen Zittermann, der Kumpel, ne? Kommt das Ding dann näher? Ja, ich... Keine Ahnung, was das im Hintergrund sein soll. Ob das gut ist, ob das schlecht ist. Whatever. So, ich... Warte mal, ich mache mal Folgendes. Ich repariere alles. Mach die Lichter aus. Vielleicht bringt uns das ja irgendeinen ersichtlichen Vorteil. Wer weiß, wer weiß. Wenn du etwas nicht siehst,
heißt das nicht, dass es nicht da ist. Etwas starrt mich an. Ständig. Von draußen. Was willst du? Was? Bin ich falsch? Irgendwie? Wenn ich das Ding da hinten angucke, ist gerade alles falsch. Komm heraus! Es ist Zeit. Zeit. Wofür? Ich habe jetzt schon Bammel davor, da wieder durch den Wald zu eiern. Wir finden das bestimmt nicht rechtzeitig. Ja, ich weiß, die Tür ist offen. Vielen Dank auch fürs Öffnen und so. Danke. Ich hasse diese Musik. Ich sehe dich. Wer bist du? Wer ist wer? Nun denn, alle Lichter aus und es geht erneut in den... Oh nein, der Blitz, der ist geblieben. Verdammt. Aber gucke, das Haus ist zumindest gleich da. Wenigstens etwas. Alter Schwede, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt dann 9 Blitz oder so. Okay, es sind noch 2 oder 3 Stationen, wie das aussieht. Oh mein Gott. Ob wir das dann schaffen werden, ist eine gute Frage. Ich habe ständig Albträume. Derselbe Traum. Nacht für Nacht. Ein Traum, in dem ich jemanden oder etwas verloren habe. Ich vergesse den Traum, sobald ich aufwache. Jedes Mal. Gott sei Dank. Na, was heißt Gott sei Dank? Vielleicht ist es auch elementar wichtig, was du da vergisst, du Pappnase. Sehr schön. Schon mal eine Uhr, die hebe ich mir auf. Und Versteckmöglichkeiten, sehr schön. Es geht schon los. Jetzt schon. Wo weint denn da wer? Okay, noch eine Uhr. Oh nein. Ich kann es nicht sehen und wenn ich es nicht sehen kann, existiert es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, bevor die rankommen. Da ist mein Bett. Oh nein, ich lag falsch. Sie kamen nicht von innen. Sie sind richtige Gäste. Mein Geist hat mich. Ich hätte sie mir anders vorstellen sollen. Zu spät. Da gehe ich nicht hin. Wenn die Mrs. da weint. So, wenn hier noch eine Uhr kommt, dann haben wir vielleicht sogar eine reelle Chance, dass wir weiterkommen. Aber nein. Hör auf zu heulen! Okay, die sind weg. Okay. Pass auf, ich nehme eine der Uhren nehme ich jetzt mal, und zwar die oberste. War das nicht hier? Ach nee. Ha ha ha.
Okay, die Uhr nehme ich auch. Wir haben 3 Uhren, Freunde. Sehr nice. Puh, zum Glück müssen wir da gerade nicht wieder hoch. Sieht sehr gut aus, Freunde. Sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt hier noch eine Uhr, komm. Shit. Keine Uhr. Shit. So, wir warten kurz, bis unten das Bettchen weg ist. Nein, das kommt wieder. Okay, dann machen wir hier mal auf. Wo fährt es? Wo fährt es? Wo fährt es? Shit. Okay, wir schaffen das. Ja, Gott sei Dank. Puh. Also ein Glück haben wir diese 3 Uhren nah beieinander gefunden und alle auf einmal genutzt. Das war echt, ich glaube, ein ganz guter Schachzug. Lass uns nun ein Haus auf der Kante spielen. Decke den Tisch wie für ein Totengedächtnis. Benutze aber Papierbögen statt Geschirr. Schließe die Augen und zeichne Kreise auf alle Papiere. Wiederhole in deinem Kopf in verschiedenen Stimmen. Rund. Rund. Während du dir vorstellst, wie groß die Kreise sind. Früher oder später wirst du eine Stimme hören, so klar, als erklinge sie in deinem Kopf. Quadrat oder nein, nicht rund. Dann verlasse den Raum und schließe die Tür hinter dir. Oh, sorry, jetzt bin ich gerade voll ans Mikro gerammelt. Tut mir auch so ein bisschen leid. So. Oh oh, das Ding ist schon irgendwie verdammt nah. Obwohl, da oben ist, okay. Wir müssen, irgendwie müssen wir es schaffen, dass unser Blitz hier ein bisschen mehr Dampf bekommt, ne? Weil wenn du guckst, es ist nicht mehr viel über. Die müssen uns vielleicht noch ein, zwei Mal erwischen und dann, ach warte mal, stopp mal, Licht aus. Das hat uns vorhin... Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich glaube, es war ganz gut. Licht aus. Dass alles funktioniert und aus ist. Warte mal, da drüben machen wir noch aus. Einfach mal so zum Testen. Zack. Hilf mir. Tu ich doch schon die ganze Zeit, mein Freund. Was denkst du, was ich hier mache? Er verlor mich, als ich noch sehr klein war. Und dann verlor er den Verstand. Er konnte mich nicht mehr sehen. Wer? Himmel, wer? Du hast dich selbst vernachlässigt. Dein Haus ist vernagelt, verfallen und verlassen. Am besten reparierst du es. So bald wie möglich. Sie ist schon nah. Wer? Halt. Wer ist schon nah? Wer ist sie? Meine Mutter? Meine Schwester? Wer? Es ist niemand zu Hause. Dies war die automatische Türbenachrichtigung. Das Vieh schaut irgendwie strange aus. Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen, nur um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist. Wir wissen alle, dass er nicht fest verschlossen sein wird. Schau nicht in den Spiegel, schau aus dem Fenster. Was passiert dann, wenn ich hier aus dem Fenster gucke?
Wenn die Messungen nicht lügen, dann sind das keine Halluzinationen. Die Fußabdrücke sind echt und es sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Der Typ ist doch vollkommen durchgeknallt. Hier ist es auch nicht. Sein Tagebuch oder was? Gucken, ob die Mucke jetzt wieder anspringt. Jawohl, die Tür ist offen. Hierher, putt, 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 komm heraus. Lock ich jetzt die Geister oder andersrum? So, ich muss nur in den Keller. So, es ist alles aus. Und wir machen uns auf. Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn wir Glück haben, ist das Haus wieder relativ nah. Wenn wir Glück haben. Ich habe so das leise Gefühl, wir werden es nicht schaffen. Wer ist das im Hintergrund? Hallo, Mrs. Immer mehr schräge Vögel hier auf den Wegen. Komm schon, wo ist das Scheißhaus? Wieso kann das nicht so nah sein wie gerade eben? Schnauze, blöder Uhu. Sie haben den ganzen Wald gepflanzt, um einen Baum zu verstecken. Ist eigentlich eine relativ geile Aussage, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Komm schon. Ich denke mal, also wenn wir sterben sollten, werde ich dann das Spiel nicht nochmal von komplett vorne anfangen, sondern da ist es, da ist es, da ist es. Dann werden wir quasi ein neues Projekt starten. Da bin ich mal gespannt, was es dann wird. Geschafft. Gut, Freunde. Oh nein, es kommen noch viele mehr Stationen. Na gut. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen nächste Woche weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dahin, fröhliches Gruseln.